Wer sich traut, auch nur einen Moment dem ewigen Voraneilen zu entkommen und sich den täglichen Verpflichtungen für wenige Sekunden zu widersetzen, der hat schon den ersten Schritt in eine Richtung voller Glück gesetzt. Mein Name ist Julia Molnar. In einer Welt, die ein Fass randvoll mit Lügen, Hass und Unmut ist, möchte ich schreiben, denn mein Schreiben verfolgt immer einen Zweck. Jeder Buchstabe eines Textes sollte atmen. Ein Atem Hoffnung, ein Luftzug voller Emotionen, ein Windstoß einer anderen Perspektive des Lebens. Alle Menschen, die sich in ihren Büchern an die Öffentlichkeit wenden, wollen etwas bewegen, die Welt bewegen, sie verändern und sich in ihrer Weltanschauung präsentieren. Diesen Wunsch teile ich nicht, denn es braucht mehr als ein paar Worte, um etwas zu bewirken. Ich hege nur den Traum mit meinen Geschichten und sei es nur für ein paar Sekunden, die Leser zum Innehalten zu bringen, vor allem aber zum Nachdenken, und ich möchte sie in eine andere Welt entführen. Und auch wenn es keine Freiheit gibt, versuche ich zumindest eine Illusion zu erschaffen, ein Abbild ihrer. Denn wie oft kann die Überzeugung einem helfen, nicht aufzugeben? Ist das nicht auch eine Art der Befreiung? Vielleicht erkennen wir, dass Freiheit gar nicht das letzte, das höchste Gut ist. In diesem Sinne kann ich meinen Lesern nur viel Vergnügen beim Lesen meiner Kurzgeschichten wünschen. So möge das Konzert der Gefühle beginnen, die Töne der Liebe erklingen und die Sänger des Stückes sich für ihren Auftritt bereit machen.